Vor 7 Jahren habe ich meinen Mann geheiratet und habe gedacht, wenn wir in der Schweiz bleiben, dann gehe ich das. Und es ist es halt einfach, geht einfach nicht und ich will nicht mehr. Allem muss ich mich fügen und ich muss mit der Religion muss ich mich ihm fügen. Ich muss alle seine Gewohnheiten annehmen und ich will einfach so sein, wie ich bin. Und ich will einfach nicht mehr und ich gehe jetzt einfach. Ich wollte ja nicht sagen, dass ich nicht wieder probieren will. Ich habe ja sicher guten Willen. Und vielleicht, wenn ich jetzt mal eine Zeit lang weg bin und wir können eine Einigung finden, vielleicht geht es dann. Wir müssen einfach von beiden guten Willen zeigen. Und ich finde einfach, dass mein Mann sich der Landesseite muss anpassen muss, wenn wir jetzt schon in diesem Land leben. Und er hat ja gesagt, er will sich der Schweizer Seite anpassen. Und darum habe ich auch gefunden, gehe ich das dann gut. Aber es ist einfach so, dass immer ich muss mich anpassen. Alle wollen nichts mehr wissen von uns. Wir kommen mit unseren Freunden in Konflikt. Wir haben eigentlich schon bald überhaupt keine Freunde mehr. Und ich will einfach, dass das aufhört und einen neuen Anfang machen. Wer einen Ausländer heiratet und vielleicht irgendwann mit ihm in seinem Heimatstaat leben will oder muss, sollte sich unbedingt vor der Heirat möglichst genau über die dortigen Verhältnisse, einschließlich der Rechtsordnung, erkundigen. Man muss wissen, welche Stellung die Frau nach dem Heimatrecht des Mannes im Familien- und Erbrecht hat und welche Sitten und Bräuche in seinem Land herrschen. Das gilt natürlich besonders für Mädchen, die einen Orientalen oder Afrikaner heiraten wollen. Aber auch die umliegenden europäischen Staaten, in denen die Lebensbedingungen ähnlich sind wie bei uns, haben teilweise rechtliche Vorschriften, welche die Stellung der Frau in sehr wichtigen Punkten anders gestalten als in der Schweiz. Hier, an der Klosbachstraße 51, gibt Frau Marion Römer Auskunft über Ehe mit Ausländern. Frau Römer, wie lange existiert diese Auskunftsstelle schon und wie viele Mädchen suchen jährlich bei Ihnen Rat? Die Auskunftsstelle besteht seit dem 1957 und im Jahr kommen ungefähr so 150 bis 200 Ratsuchende. Allerdings sind es sehr oft auch die Eltern der Mädchen, die zu mir kommen. Und dann gibt es sehr oft, dass ich gegen Vorurteile zu kämpfen habe. Die Eltern oder auch Freundinnen haben Vorurteile gegen die Freunde von diesen Mädchen. Die Mädchen tun dann aus lauter Trotzreaktion die echten Probleme, die es gibt, bei so einer Ehe mit einem Ausländer gar nicht mehr sehen. Und dann muss ich natürlich meine Beratung oder vielmehr meine Auskünfte müssen sich nach einem Mädchen richten. Je nachdem, wie es auch wie der Fall liegt, wie es Einfühlungsvermögen zeigt oder auch gebildet ist. Um nochmal auf die Zahl von 150 bis 200 Ratsuchenden zurückzukommen. Es gibt natürlich derjenige, die manchmal kommen, auch die Eltern kommen oder so, und andere, die einfach eine telefonische Auskunft wünschen. Es gibt Fälle, wo danach ein Mädchen sehr oft kommt und dann plötzlich ein anderer heiratet. Angenommen, ein Mädchen wolle einen Orientalen heiraten, der nach seinem Recht vielleicht mehrere Ehefrauen haben darf. Raten Sie dem Mädchen in diesem Fall von der Ehe ab? Es ist nicht meine Aufgabe, anstelle von einem Mädchen eine Entscheidung zu treffen. Das muss er selber machen. Was ich tun kann, ist, möglichst viele Elemente beizubringen, damit er seine Entscheidung besser treffen kann, ihm die Situation zeigen, wie sie in Zukunft könnte sein. Übrigens, was Polygamie anbelangt, so ist die in vielen islamischen Ländern gar nicht mehr üblich und in vielen sogar verboten. Ehrlich gesagt, ich begreife jedes Mädchen, das sich in einen Afrikaner oder Asiat verliebt. Unsere Schweizer Männer kommen gegen denen ihren Charme und manchmal auch gegen denen ihre unmittelbare Menschlichkeit nur schwer auf. Das Gefährliche daran ist,
allerdings, dass solche Paare dann das Gefühl haben, sie verstehen sich wunderbar gut und sie merken gar nicht, wie ganz verschieden ihre Denkart ist. Im Allgemeinen kommt das dann zum Ausdruck bei der Kindererziehung, vielleicht schon vorher in der Ehe. Und das kann grosse Schwierigkeiten verursachen. Ich rate den Mädchen immer, zuerst einmal ins betreffende Land zu gehen, die Sprache zu lernen und wenn möglich auch dort zu arbeiten, um den Alltag kennenzulernen. Wenn das aber nicht möglich ist, wie das in vielen, gerade in islamischen Ländern, der Fall ist, dann versuche ich ihnen mit Literatur zu helfen oder ich versuche sie mit Leuten in Verbindung zu bringen, die dort gelebt haben. So attraktiv, wie der Tourist fremde Länder sieht, sind diese Länder bei Weitem nicht immer, wenn man dort als Ehefrau eines Einheimischen leben muss. Manchmal scheitert die Ehe gerade an diesen ungewohnten Lebensbedingungen und dann ist die Frau natürlich froh, wenn sie ihr schweizerisches Bürgerrecht beibehalten hat. In diesem Fall kann sie nämlich immer nach schweizerischem Recht geschieden werden, auch dann, wenn das Heimatrecht ihres Mannes gar keine Scheidung kennt. Und sie kann nach der Scheidung ohne weiteres wieder in der Schweiz arbeiten. Es wäre einfacher gewesen, wenn man im Bürgerrechtsgesetz erklärt hätte, jede gebürtige Schweizerin behalte ihre Staatsbürgerschaft, gleichgültig wen sie heirate. In Wirklichkeit ist es aber so, dass eine Schweizerin ihr Bürgerrecht nur behält, wenn sie die Staatsangehörigkeit des Mannes durch die Heirat nicht erwirbt. In allen anderen Fällen muss sie eine Erklärung abgeben, wenn sie ihr angestammtes Bürgerrecht behalten will. Findet die Trauung in der Schweiz statt, so ist der Zivilstandsbeamte verpflichtet, die Braut auf diese Beibehaltungserklärung aufmerksam zu machen. Der Beamte füllt dann das entsprechende Formular aus, die Braut unterschreibt, alles kommt zu den Akten und wird sorgfältig aufbewahrt. Wenn die Heirat im Ausland stattfindet, dann muss das Mädchen aufs Schweizer Konsulat oder auf die Botschaft und dort seine Erklärung abgeben, natürlich vor der Heirat. Oder es kann eventuell auch einen eingeschriebenen Brief als Zivilstandsamt von seiner Heimatgemeinde schicken mit dieser Erklärung. Selbstverständlich mit allen Personalien von sich und seinem zukünftigen Mann. Und dann ist es wichtig, dass es sowohl die Quittung von dem Brief wie auch das Doppel aufbewahrt. In den meisten Ehen stellen sich über kurz oder lang Kinder ein und in der Regel bekommen die Kinder die Staatsangehörigkeit des Vaters. Nur wenn die Kinder nicht schon von Geburt an eine andere Staatsangehörigkeit erwerben, werden sie Schweizer Bürger. Dies zur Vermeidung von Staatenlosigkeit. Allerdings können Kinder einer Schweizerin unter bestimmten Voraussetzungen erleichtert eingebürgert werden, aber zunächst und in der Regel haben sie die Staatsangehörigkeit des Vaters und er übt in manchen Ländern, vor allem in Afrika und im Orient, die elterliche Gewalt praktisch allein aus. Wenn er stirbt, geht diese elterliche Gewalt auch in manchen romanischen Ländern, zum Beispiel in Südamerika und Südeuropa, vielfach auf männliche Verwandte des Vaters über. In diesen Fällen kann eine verwitwete oder geschiedene Schweizerin ihre Kinder meist nicht mitnehmen, wenn sie in die Schweiz zurückkehrt. Zwar kann man in einem Ehevertrag abweichende Bestimmungen aufstellen, aber diese Bestimmungen werden von den betreffenden ausländischen Gerichten meist nicht geschützt. Spezielle Rechte, wo ich besonders darauf achten sollte? Ja, das gibt es natürlich schon. Allerdings bin ich nicht Rechtsberaterin. Und vielleicht muss ich sie dann noch zur Rechtsberaterin schicken. Aber was ich Ihnen kann sagen, ist, dass Sie auf jeden Fall das Schweizer Bürgerrecht beibehalten sollten. Das ist sehr wichtig, weil auch wenn Sie, wir hoffen jetzt ja nicht, dass es schlecht geht, aber wenn es einmal nicht gut ging, auch wenn sie von dem Land, vom Heimatland von ihrem Mann, dann nicht als Schweizerin anerkannt werden, von der Schweizerin aus bleiben sie Schweizerin. Immer? Ja, immer. Würden Sie auf jeden Fall vorschlagen, dass ich mal einen Besuch mache in dem Land, oder?
Das ist also sehr wichtig. Sie sollten unbedingt sehen, wie die Stellung von der Frau im Alltag dort aussieht. Und natürlich wäre es besser, sie würden in so einem Land arbeiten. Aber das ist in ihrem Fall jetzt nicht unbedingt möglich. Und dann ist es ein Besuch immerhin noch besser. Immerhin dürfen sie sich dann auch nicht so begeistern von der Gastfreundschaft, die dort herrscht. Wie meinen Sie das? Wie soll ich das? Ja, sehen Sie, die Zeiten und Traditionen in diesen Ländern sind so komplett anders. Wenn Sie dort hingehen als Gast, werden Sie verehrt und alles Schöne nur sehen. Und was dahinter ist, ist sehr schwierig dann zu erkennen. Wer heiratet, kann Überraschungen und Enttäuschungen nie vermeiden, auch nicht bei der Ehe mit einem Schweizer. Aber man müsste vor der Heirat mit einem Ausländer einfach wissen, welche Gesetze in jenem Land gelten und wie das Leben einer Frau in diesem Land im Alltag aussieht. Wer keine Gelegenheit hat, im Heimatstaat des Bräutigams zu arbeiten, muss wenigstens gründliche Informationen über Land und Leute sammeln. Was aber kann eine Schweizerin tun, die bereits im Ausland verheiratet ist und in Schwierigkeiten gerät? Es wird versuchen, sich an die schweizerische Botschaft zu wenden. Das ist eventuell aber gar nicht möglich. Und für diese Fälle gebe ich, wenn ich kann, die Adresse von einer Vertrauensperson oder von einer einheimischen Frauenorganisation mit. Denn gerade in islamischen Ländern wird ein Mädchen so als Hausbunde sein, also die junge Frau, dass ein Fremder gar keinen Zugang fände zu ihm. Und eine Vertreterin von einer einheimischen Frauenorganisation könnte es dann eventuell doch aufsuchen. Ich bin darum dran, den richtigen Kontakt zu schaffen. Aber das alles ist noch sehr in den Anfängen. Heiratet eine Schweizerin einen Ausländer, so bekommt sie durchaus nicht immer auch die Staatsbürgerschaft ihres Mannes. Oft ist das zwar der Fall, und dann muss sie nach den Heimatgesetzen ihres Mannes leben, was nicht unbedingt ein Vorteil ist. Nach den neuesten Angaben des Eidgenössischen Statistischen Amtes haben im Jahre 1968 3.389 Schweizerinnen einen Ausländer geheiratet. Heiraten ist immer ein Risiko. Selbst sorgfältig geplante Ehen können scheitern. Deshalb sollte man sich für alle Eventualitäten eine Rückzugsmöglichkeit sichern. Und die besteht bei der Ehe mit einem Ausländer zunächst einmal darin, dass man das schweizerische Bürgerrecht beibehält.